Nicht nur hier darf der Wein getrunken werden, auch in der Winothek im Winzerkeller. Elke Hilfsbreyer stellt sie Ihnen vor. Zum Wohl! Der Ingelheimer Winzerkeller ist das Herzstück für Weinerlebnis in der Rotweinstadt. Er vereint Tradition und Moderne, Geschichte und Zeitgeist. Wir befinden uns heute auf der wunderschönen Terrasse der Ingelheimer Winothek und ich freue mich, die Betriebsleiterin Frau Katrin Tronser zu begrüßen. Sie wird uns gleich ein klein wenig erzählen über die Winothek, die Entstehung und so weiter. Wie lange hat es denn gedauert, bis es so weit war, dass wir jetzt hier sitzen können? Gute Frage. Es hat lang gedauert. Aber in der Tat ist die Winothek an den Start gegangen am 8. Juli, jetzt vor 2 Jahren, also 2019, war so der erste offizielle Event, wo das Ganze eröffnet wurde und es hieß, wir können jetzt verkaufen, wir können jetzt an den Start gehen. Im November kam das Restaurant dazu, 2019, das hat dann auch natürlich den Winzerkeller belebt und auch unser Geschäft belebt. Ja, dann kam Corona und jetzt sind wir, glaube ich, alle froh, dass wir wieder auf dieser wunderschönen Terrasse sitzen und wieder Schöpfe draußen hier in der Sonne genießen können und es uns gut lassen gehen können. Wie viele Winzer sind denn beteiligt? Wir sind hier 25 Winzer aus Ingelheim und eine Brennerei, die hier als Gesellschafter der GmbH, das ist ja eine GmbH, die Winothek, 50% Stadt und eben 50% aus den 25 Gesellschaften Winzern plus der Brennerei. Also das heißt, wir haben hier im Schnitt pro Weingut 3 Weine, ja? Also 72 Weine im offenen Ausschank. Da sind wir schon ganz gut dabei und ich finde es ein sehr schönes repräsentatives Bild für die Stadt Ingelheim und den tollen Wein, den es hier gibt. Und wird der Wein nur hier ausgeschenkt oder kann man den auch kaufen? Wird er auch verschickt? Alles. Wir machen grundsätzlich alles mit diesem Wein. Wir schenken ihn aus, hier auf der Terrasse, sei es ein Püffsche oder 02 oder auch eine Weinprobe natürlich. Wir verschicken den Wein, was wir gerne und oft tun als Präsent. Und natürlich kann man hier den Wein auch zum Mitnehmen kaufen. Im Schnitt ist er 50 Cent teurer als auf dem Weingut selbst. Wir nennen das immer unsere Beratungsservice- und Lächelpauschale. Und die erlauben wir uns da drauf zu schlagen auf die Flasche. Also von daher kann man hier wie ähnlich auf dem Weingut günstig den Wein einkaufen. Jetzt haben wir ja drin den Raum, wo die Weine ausgestellt sind, den man dann auch begutachten kann. Was gibt es denn noch? Also neben der Winothek hier oben, das ganze Gebäude ist ja historisch. Ja, es ist ja die alte Winzergenossenschaft. Ich meine, das muss ich jetzt hier den Ingelheimer nicht erklären. Ja, das ist ja hier Herzblut, was hier steht und was hier zu erleben ist. Und es ist auch ein Weinerlebniszentrum. Und die Geschichte ist auch noch da und kann auch noch angeschaut werden. Also wenn man sich dann mal nach unten begibt, ins erste Untergeschoss sozusagen, ist das alte Gewölbe, wo jetzt Veranstaltungen stattfinden, wo auch unser Weinprobierkeller ist. Also wenn wir irgendwann wieder an den Tag zurückkehren, was wir hoffentlich ganz bald können, wo wir unsere 2-mal im Monat stattfindenden Winzerproben anbieten, ist eben unser Weinprobierkeller. Und wenn man dann noch eine Treppe weiter runter geht, dann kommt man wirklich so in das historische Herzstück, wo die historischen Fässer sind, wo man sieht, wie früher hier es in der Winzergenossenschaft war, also auch noch die alten Tanks mit Glas, also es ist wirklich cool, sich anzuschauen. Und eben diese Fässer, die für bestimmte Events standen oder für bestimmte Umweltereignisse. Es gibt so ein Hochwasserfass, ja, also was regionale Bedeutung hat, aber eben auch was überregionale Bedeutung hat oder weltweite, wie die Mondlandung oder die Olympischen Spiele in München. Das alles ist unten voller Liebe auf diese Fässer eingeritzt und die kann man sich natürlich dann auch anschauen. Bei einer Führung wird es hoffentlich ab Sommer wieder möglich sein. Welche Events finden denn hier im Winzerkeller statt? Wir haben 2-mal im Monat. Freitags in der Regel eine Weinprobe, die von einem der Gesellschaften Weingütern durchgeführt wird. In der Regel sind es dann 8 bis 9 Weine plus was zu essen. Die Winzerin, der Winzer ist da, stellt das Weingut vor und es ist einfach ein schöner Abend. Also es lohnt sich auf jeden Fall da hierher zu kommen und dann sitzen wir auch unten schon mal in so ein bisschen historischen Ambiente an diesen alten Originaltischen und Stühlen eben aus der Winzergenossenschaft Zeit. Die sind da unten, die nutzen wir dafür. Ende Juli nehmen wir unsere neue Reihe auf, samstags in der Winothek. Also es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass hier eine offene Tür ist für jeden. Egal, ob er vom Wandern kommt, ob er verschwitzt ist, ob er vom Fahrradfahrer kommt, von welcher Tour auch immer, ob er vom Markt kommt, ob er vom Einkaufen kommt oder ob er einfach nur ein Glas Wein trinken will. Er soll einfach hierher kommen. Diesen wunderschönen Blick genieße, weil es ist hier wie ein Tag Urlaub, wenn man hier Püffsche trinkt. Und die Tür steht offen für Ingelheimer,
auch für Wiesbadener, ja, und auch für alle anderen Menschen von überall, wo sie herkommen. Und ja, kommt einfach in den Winzerkeller und genießt mal das Ambiente und trinkt ein Glas Wein. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Es ist für jedermann hier was da. Bei 72 Weinen sollte sich auch für jeden Geschmack was finden. Dann freuen wir uns natürlich wie Bolle, dass endlich wieder Feste möglich sind. Natürlich das Rotweinfest, klar. Ja, letztes Jahr waren wir erstmal sozusagen mit der Online-Weinprobe für den Oberbürgermeister mit dabei. Es hat auch schon einen riesen Spaß gemacht, als wir hier verschiedene Stationen hatten, die Weine vorgestellt haben. Die Nachfrage war auch sensationell, also Pakete waren ausverkauft sozusagen. Und ja, aber dieses Jahr live und in FAP sind wir dabei. Es ist noch nicht so, also wir wissen schon grob wie, aber das will ich jetzt noch nicht so verraten. Also Ingelheimer, seid gespannt, die Winothek ist am Start. Und was dann halt sonst noch kommt. Also wir freuen uns einfach, dass es, ja, dass wir endlich wieder mit Menschen zu tun haben und dass es wieder ein bisschen was gibt. Wir machen bei der Mitmachausstellung mit, die jetzt ab 7. August beginnt. Dort wird es auch so sein, dass man dann mit der Eintrittskarte noch hierher kommen kann, kriegt einen Euro Rabatt auf eine Piffsche oder ein Glas Wein oder wie auch immer und kann es einfach nutzen. Oder die Kinder sind drüben und die Eltern kommen hierher und genießen die Zeit. Und ja, also Schritt für Schritt. Es kommen sicherlich noch viele, viele andere Dinge. Aber wie das so ist, wir müssen uns alle wieder eingrooven in dieses Gefühl, dass Veranstaltungen sind, dass Leute kommen. Aber wir sind ganz arisch froh, dass es schon so ist. Das klappt bestimmt. Ja, bestimmt. Und ich denke, die Ingelheimer, die sind auch froh, dass wir hier wieder so eine tolle Lokalität haben, so eine super schöne Umgebung. Das Ambiente ist ja einfach traumhaft, besonders wenn man jetzt hier in der Sonne sitzt. Und Ingelheimer werden uns unterstützen. Die, auf jeden Fall. Ja. Also sie sind alle persönlich und herzlich und jeder Einzelne eingeladen, zu uns zu kommen in die Winothek, auch wenn es nur mal für zu Gugge ist, weil vielleicht an sich ist der Ingelheimer ja auch ein bisschen neugierig und will erst mal Gugge. Kommt Gugge und dann, glaube ich, bleiben sie auch da und trinken Gläschen.